gibt nicht viel auf dieser Welt, woran man sich halten kann. Manche sagen die Liebe, vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat. Andere glauben an gar nichts, das Leben hat sie hart gemacht. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen. Nur eins weiß ich hundertprozentig, nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Ich meine, wenn ich 20 wär und super talentiert und Real Madrid hätte schon angeklopft und die Jungs aus Manchester, und ich hätte auch schon für Deutschland gespielt und wär mental topfit. Und Uli Hoeneß würde bei mir auf der Matte stehen. Ich würde meine Tür nicht öffnen, weil's für mich nicht in Frage kommt, sich bei so Leuten wie den Bayern seinen Charakter zu versauen. Das wollte ich nur mal klarstellen, damit wir uns richtig verstehen. Ich habe nichts gegen München, ich würde nur nie zu den Bayern gehen. Sowas wirklich sein, ist das Leben nicht viel zu schön, sich selber so wegzuschmeißen und zum FC Bayern zu gehen. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen, ganz egal wie hart mein Schicksal wäre, ich würde nie zum FC Bayern München geht. Was für Eltern muss man haben, um so verdorben zu sein, einen Vertrag zu unterschreiben bei diesem Scheißverein? Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen, niemals zu den Bayern gehen. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen, niemals zu den Bayern gehen. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen. In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotern geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt. In kleinen Banden sagen.
Tage, die sollten nie enden und Nächte, die sollten nie gehen. Es gibt Zeiten, da werde ich ganz ruhig und dann kann ich die Welt nicht ansehen. Doch meistens ist es wie immer, alles ist irgendwie grau. Und manchmal kommt es noch schlimmer, wer ist schon bei sowas gut drauf? Was kann man mit Sicherheit sagen? Was weiß man schon wirklich genau? Ich hab mit dem Trinken mal angefangen und vielleicht höre ich irgendwann auf. Ein klarer Kopf ist die beste Droge. Na klar, das kann schon sein. Es gibt so viel schlaue Sätze dazu und mir fällt auch einer ein. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich hab es immer wieder versucht. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Es würde gehen, doch es geht nicht gut. Manchmal steh ich morgens vorm Spiegel und seh einen wildfremden Mann. Zwei Augen, die mich dann fragen, wann fängt das Leben endlich an? Und dann werde ich leicht melancholisch und etwas passiert in mir. Ich kriege sentimentale Gefühle, aber leider kein Feeling dafür. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich hab es immer wieder versucht. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Es würde gehen, doch es geht nicht gut. Ganz ohne Drogen geht es nicht, es wird auch immer so sein. Und Jesus sah das genauso, denn aus Wasser machte er Wein. Von Vatikan bis Taliban sieht man, dass es stimmt, dass die ganzen Abstinenzler noch immer die Schlimmsten sind. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich hab es immer wieder versucht. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich scheiß auf meine Vorbildfunktion. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich hab es immer wieder versucht. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Es würde gehen, doch es geht nicht gut. Immer wenn ich dich besuch, fühl ich mich grenzenlos. Alles andere ist von hier aus so weit weg. Ich mag die Ruhe hier zwischen all den Bäumen, als ob es den Frieden auf Erden wirklich gibt. Es ist ein schöner Weg, der unauffällig zu dir führt. Ja, ich hab ihn gern, weil er so hell und freundlich wirkt. Ich habe Blumen mit, weiß nicht, ob du sie magst. Damals hättest du dich wahrscheinlich sehr gefreut. Wenn sie dir nicht gefallen,
stör dich nicht weiter dran. Sie werden ganz bestimmt bald wieder weggeräumt. Wie es mir geht, die Frage stellst du jedes Mal. Ich bin okay, will nicht, dass du dir Sorgen machst. Und so red ich mit dir wie immer, so als ob es wie früher wär, so als hätten wir jede Menge Zeit. Ich spür dich ganz nah hier bei mir, kann deine Stimme im Wind hören. Und wenn es regnet, weiß ich, dass du manchmal weinst, bis die Sonne scheint, bis sie wieder scheint. Ich soll dich grüßen von den anderen. Sie denken alle noch ganz oft an dich und dein Garten. Es geht ihm wirklich gut, obwohl man merkt, dass du ihm doch sehr fehlst. Und es kommt immer noch Post, ganz fett adressiert an dich, obwohl doch jeder weiß, dass du weggezogen bist. Und so red ich mit dir wie immer, und ich verspreche dir, wir haben irgendwann wieder jede Menge Zeit. Dann werden wir uns wiedersehen. Du kannst dich ja kümmern, wenn du willst, dass die Sonne an diesem Tag auch auf mein Grab scheint. Dass die Sonne scheint, dass sie wie